Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Sunny Side of Life. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, machen wir heute einen veganen Hackbraten. Die von mir verwendeten Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir verwenden heute veganes Hack von der Rügenwalder Mühle, Champignons, Paprika gemischt, Zwiebeln und Knoblauch, eine vegane Alternative zu Feta, das ist in diesem Fall der Greek White Block von der Marke VioLife, klein gehackte Oliven. Wer zu faul ist, die Oliven mit der Hand zu schneiden oder auch die Zwiebeln und den Knoblauch, kann auch einfach so einen kleinen Blitzhacker nehmen und das Ganze ganz schnell zerkleinern. Yeah! Senf, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Muskat, Oregano und Thymian. Und falls wir noch etwas mehr Würze reinbringen wollen, haben wir hier noch das Wasser von den Oliven aufgehoben. Und wenn wir es brauchen, benutzen wir noch Paniermehl und gegebenenfalls auch veganen Eiersatz. Auch das heutige Rezept läuft unter dem Motto, einfach und schnell zuzubereiten. Wir geben die Paprika dazu, Champignons und haben ein Platzproblem. Und schaffen uns ein bisschen Abhilfe, indem wir schon mal durchmengen. Eine Ewigkeit später. Im nächsten Schritt geben wir noch den veganen Feta sowie die Oliven hinzu. Zudem die Zwiebeln und den Knoblauch. Und vermengen das Ganze nochmal. Wenn ihr irgendwann merkt, dass euch der Küchenhandschuh auch noch stört, dann zieht ihr den halt auch noch aus. Ist doch einfacher ohne. Sieht halt nicht lecker aus, aber ja, schmeckt am Ende trotzdem. Und weil uns das Ganze noch nicht matschig genug ist, geben wir jetzt noch den Senf dazu. Sowie die Gewürze und ja, vermengen das dann wieder mit der nackten Hand. Jetzt geben wir noch etwas vom Olivenwasser mit rein. Und los geht die wilde Fahrt! Wem das Ganze jetzt zu matschig erscheint, der kann ein paar Semmelbrösel reinmachen, aber ganz im Ernst, ich habe keinen Bock mehr zu kneten, also ich lasse es. Ich vermute, es wird auch so halten. Als nächstes fetten wir unsere Auflaufform etwas ein. Und streuen das Ganze noch mit etwas Paniermehl aus. Als nächstes füllen wir unser Hackbaby um. Gefühlt ist es ein Baby. Vom Gewicht her. Eine Ewigkeit später. Das Ganze geben wir jetzt bei ca. 180 Grad ungefähr 30 Minuten in den Ofen und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht. Das Ganze war jetzt bei 180 Grad Umluft für 30 Minuten im Ofen. Das sieht jetzt momentan so aus. Ich würde vermuten, eine halbe Stunde geht noch. Mehr wahrscheinlich nicht. Wir gucken dann nochmal nach. Und obwohl das Essen nicht an der Südsee war, ist es doch gut gebräunt. Den veganen Feta habe ich für dieses Rezept zum ersten Mal verwendet. Das heißt, ich habe ihn auch zum ersten Mal heiß verwendet. Ich kann ihn momentan noch nicht sehen. Ich vermute, dass er komplett geschmolzen ist. Aber vielleicht schmeckt man ihn zumindest raus. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Lasst es euch schmecken. Und bis zum nächsten Mal.